Manuel Neuer muss sich gerade wie in einem Albtraum vorkommen. Dass er verletzt ist, ist ja schon hart genug. Aber vor allem hat sein Club diesmal darauf reagiert. Die Bayern holen Jan Sommer und das sind für Neuer richtig schlechte Nachrichten. Wieso? Das erfahrt ihr jetzt. Zuerst mal, wie kam es zu dieser Situation? Manuel Neuer saß bei Bayern immer fest im Sattel, er war unantastbar. Über einige Jahre hinweg war er der beste Torwart der Welt. Der FCB war darauf natürlich mächtig stolz. Aus dem Schalke, der kurz vor seinem Bayernwechsel 2011 von vielen Fans noch mit Korn Neuer-Plakaten abgelehnt wurde, wurde der allseits beliebte Kapitän. Aber auch wenn der Keeper komplett gesetzt war, verpasste er auch natürlich immer wieder Spiele. Denn wer Fußballprofi ist, verletzt sich eben manchmal. Anderswo entstehen bei einem solchen Szenario sofort Wechselspekulationen. Nicht bei den Bayern, nicht bei Neuer. Als er beispielsweise 2017 einen Mittelfußbruch erlitt, war sofort klar, Backup Ulreich muss reichen. Denn er ist ja nur ein Platzhalter für Neuer. 2022 dasselbe Spielchen. Neuer fällt aus. Kein Problem. Als Vertretung ist der Ulle gut genug. Und dann das. Nach der enttäuschenden WM in Katar geht der Weltmeister von 2014 unter widrigen Bedingungen Skifahren und er leidet einen Unterschenkelbruch. Saison gelaufen. Na und? Ulreich ist doch immer noch da, oder? Das hat er ja alles schon mal gemacht, kann ja wieder so laufen. Nein, diesmal nicht. Es ist nicht Neuers erste Verletzung bei den Bayern, aber es ist die erste, die Konsequenzen hat. Denn zum einen werden die Bosse schon auch enttäuscht sein. Jahrelang komplett loyal zu ihrer Nummer 1 gestanden und dann verletzt sich diese selbstverschuldet und gefährdet damit fahrlässig die Saisonziele. Dazu kommt, Neuer ist mittlerweile 36 Jahre alt, ein Comeback ist nicht mehr gesichert. Bratze und Co. holen einen Ersatz, und zwar einen richtig guten. Jan Sommer ist nicht einfach eine Urlaubsvertretung. Er bekommt laut Bild einen Vertrag bis 2025, kostet die Bayern bis zu 9,5 Millionen Euro. Er ist 34, ja, aber einer der besten Keeper der Bundesliga und topfit. So einer wird als Nummer 1 geholt. Und Ulreich ist ja immer noch da. Für diese Saison ist Sommer also der Platzhirsch. Wenn der Schweizer überzeugt, haben die Bosse ihm wohl versichert, ab Sommer im offenen Konkurrenzkampf mit Neuer zu stehen. Ein klares Zeichen. Kommt Neuer überhaupt wieder so stark zurück wie zuvor? Weiß man nicht. Vertrauen die Bayern darauf? Offenbar deutlich weniger als zuvor. Der Sommertransfer könnte der Anfang vom Ende der Karriere von Manuel Neuer sein. Bei Bayern, aber auch in der Nationalmannschaft. Denn auch dort werden andere ihre Chance nutzen wollen. Marc-André Ter Stegen wartet seit Jahren hinter Neuer. Dazu ist Kevin Trapp aktuell bärenstark. 2024 ist bereits die Heim-EM in Deutschland. Bis dahin können sich nun erstmal andere Torhüter in Stellung bringen und mit Leistung überzeugen. Stimmt diese, dann hätte Hansi Flick keinen Grund, nur wegen des Legendenstatus einen Manuel Neuer ins Tor zu stellen. Einmal Skifahren könnte zu viel gewesen sein. Die Zukunft eines der größten deutschen Fußballer aller Zeiten ist so gefährdet wie noch nie. Wie seht ihr das? Kommt Neuer doch noch einmal zurück oder ist Sommer jetzt schon die dauerhafte Nummer 1? Wen sollte Bayern perspektivisch als jüngeren Torwart holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und liken und abonnieren nicht vergessen.